200. Brauche aber nur, ich habe 100, 10 Gyro. Brauche noch 115. 115, 10 Minuten. Easy. Damit abheben ist die Challenge quasi. So, 6 haben wir. Machen wir den Kleber. Zack, zack. Machen. Hör ich einen Hund schon wieder? So, wir nehmen eine heile Batterie. Wir nehmen jetzt schon mal alles rein, weil ich gehe jetzt nicht mehr noch irgendein Risiko ein. Also Klebeband. Mechanische Teile 40 einmal. Leder 40. Elektrische Teile 20. Dann haben wir das. Mir fehlen noch zwei Kleber. Klebeband. So, dann haben wir das Teil fertig. Gyrocopter. Oh, fuck. Reifen müssen wir gleich nochmal gucken. Schrauben 4. Mechanische Teile nochmal 10. Kurzes Eisenrohr 50. Habe ich doch nie. Doch. Ich gedacht, ich muss mir noch welche herstellen. Scheinwerfer 8. Hatten wir schon geguckt. Alter, wie aufwendig das Ding. Elektrische Teile. 33. Was ist denn das für eine Zahl? Okay. 33. Da zahlt sich die Lootkrankheit mal aus. Ja, ich folge dir zwar auch auf YouTube, aber gucke die Streams nachträglich hier auf Twitch. Oh, nice. Guck lieber länger am Stück. Ja, ich habe das ja auch tatsächlich nur gemacht, um den YouTube-Kanal nicht komplett einstauben zu lassen. Die Qualität ist ja auch auf YouTube nochmal runtergedrosselt so ein bisschen, ne? Also, ich bin das schon mal angeguckt, so ganz zufrieden bin ich damit nicht. Oh, mal, den können wir schon mal machen. Dauert ja auch noch mal 3 Minuten. So. Da brauchen wir noch mal 3 Räder. So, hatte ich vorhin schon mal geguckt. Kohle müssen wir holen, ne? Kohle haben wir gar nicht. 10, 20, 30 Kohle brauchen wir. Den Rest haben wir. Habe ich echt nicht hier, ne? Ich sehe es zumindest nicht. Ne, Kohle müssen wir uns holen. Ist da aufgeladen? Ein Kohlespot. Eisenkohle. Dahinter, da fahren wir mit dem Minibike hin. Mir gerade zu träge hier, der Typ.
Wieder erfolgreich. Diesmal habe ich einen Ort gefunden, in dem man Unmengen an Ionenwürfel zu finden sind und habe den Schneefuchs gebaut. Den Schneefuchs gebaut, okay. Klingt ja spektakulär. Klingt aber auch klein. Wenn ich selber spiele, dann habe ich die Taschen auch immer randvoll. Dann kann schließlich alles brauchen. Ist echt so. Also ich habe sowieso schon immer eine Loot-Krankheit gehabt. Also es ging mir schon immer so. Okay, hier hatte ich glaube ich schon relativ viel Kohle rausgeholt. Aufpassen, dass wir hier nicht von der Screamerin erwischt werden. Dann müssen wir den Trick den hier machen. Mit einer Screamerin reinfällt. So viel brauchen wir ja gar nicht. So viel. Ich glaube, das reicht schon. Ja, locker. Okay. Ja, ich hatte noch tatsächlich heute auch noch eine Challenge im Kopf. Die ist aber auch nicht ganz ohne. Ich weiß nicht, ob die schon mal einer gebaut hat. Und zwar eine komplett selbstverteidigende Base. Also komplett selbstverteidigende Hordenbase. Bin mir unsicher, ob das möglich ist. Weil, ich glaube, man müsste die Tage länger machen. Weil du kommst sonst nicht hinterher. Und es geht auch nicht darum. Also die Zombies müssten sterben. Ne? Also. Das wäre das Ziel so einer Challenge. Man müsste sie nochmal ein bisschen ausschmücken, aber so ungefähr. So, warte mal kurz die Rede. Und sorry, wenn meine Antworten etwas später kommen. Mein Netz ist scheiße und dadurch hängt der Stream nach, aber der Chat nicht. Ah ja, das kenne ich. Das kenne ich nur zu gut. Moin, Gray. Das wäre auch eine fette Challenge, aber ich stelle mir das echt schwierig vor. Mit Elektrik meinst du? Ja. Aber du brauchst halt ewig für, ne? Also die Challenge wäre cool, aber ich glaube, sie ist leider nichts für mich aus zeitlichen Gründen. Noch gar keinen Stahl mehr hier. Muss ich auch nochmal herstellen. 2, 4, 6 Stück brauchen wir. Also Eisen meine ich. Zack. So. Flasche mit Säure. Ey, was ein Glück, ne? Wir haben genau 3 Stück. Kohle, Öl. 2, 4, 6 Öl. Kunststoffabfall 16. Ja, wusste ich. Okay. 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 21. Können wir nämlich die Räder schon mal herstellen. Das dauert ja auch noch eine Weile. Was macht der Gyro? Na. Na. Guck mal. Wir bauen gerade die Räder. Hier läuft gerade das Stahl durch. Oh, nicht mehr viel. Wir haben jetzt 106. Gyro. 125 brauchen wir. Die Metze haben wir alle dabei. Das haben wir fertig. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ah ne, kann ich ja nicht normal bauen. Und dann brauchen wir die Räder. Das, das, das haben wir. Ja. Und nur noch die 3 Räder. Oh. Es ist 8:50 Uhr. So. Noch
eine Minute. Ich glaube, komplett autark wird das nicht werden, nee. Da die Zombies ja auch auf dich getriggert sind und die Elektrik ringsum zwischendurch reparieren müsstest, dass sie eine Horde durchhalten. Eben. Können wir es auf Gonchicopter taufen? Ja. Ich weiß gar nicht, ob meine Idee IQ 180 war mit dem Trank. Ich hätte sonst jetzt noch ewig gespielt. Also grundsätzlich ist es ja möglich. Du brauchst ja die Geschütztürme nur nebeneinander aufbauen. Und brauchst halt eine stabile Wand dazwischen, ne? Du musst halt die ganze Zeit reparieren. Also, ich würde sagen, es ist nicht komplett ausgeschlossen. Gut. Gut. Ein Rad fehlt noch. Das Fahrwerk müssen wir herstellen. Also ich hätte gesagt, wir haben das schon mal irgendwo gekauft gehabt. Bei einem Händler. Ist jetzt richtig, ne? Also. Genau. Wir haben das Fahrwerk. Oh, guck mal, das Auto braucht 250 geschmiedetes Stahl. Wie krank ist das denn? Müssen wir mal probieren. Ja, und halt das für dieses einmal in der Woche 4 Stunden Stream. Da kannst du auch so ein paar Schnitzelfallen mit zumachen. Genau. Und die Horde muss ja auch nicht auf den allerschwersten Stufe stehen. Müsste man etwas aufteilen. An Tag 25 ein Gyro. Wie hast du das denn geschafft? Das ist gar nicht so schnell, sogar habe ich schon gehört. Also Speedrun ist es jetzt nicht gewesen. Es geht durchaus schneller, ne? Wenn du auf Händler gehst, kannst du Glück haben. Wenn du dich nur auf Händler konzentrierst, Händler hochskillst und nur Quests machst, kannst du das auch schon deutlich früher haben, glaube ich. Ich habe jetzt, jetzt zum Schluss habe ich den Trank mit den Fertigkeitspunkten zurücksetzen genommen. Und habe alle meine Punkte in Intelligenz gepackt und halt nur in Mechaniker und fortgeschrittener Ingenieur. Also ist jetzt nichts fürs Longtime-Gaming. Ich habe mich ja darauf konzentriert zu sagen, okay, ich will die Challenge schaffen. Sie ist noch nicht geschafft. Noch steht der Gyrocopter nicht in der Luft. Die Horden werden auch erst jetzt interessant. Richtig. Aber schwer ist es ja zu Beginn. Also ich meine, die ersten 7 Tage sind eigentlich die schwierigsten. Wenn du die überstanden hast, dann geht's peu à peu. Aber du hast dann einfach so gute Waffen. Guck mal, selbst das Haus, dieses billige, ohne Spikes, nur mit Waffen konzipierte, also dass ich nur mit Waffen schieße, hat es ohne Probleme gehalten, mehr oder weniger. Also es sind 1, 2, 3, ich glaube 4 Pfeiler sind kaputt gegangen. Das finde ich jetzt nicht so krass. Also tatsächlich spiele ich ja ausschließlich in Anführungszeichen, das ist natürlich auch zeitlich bedingt. Und ich spiele ja echt schon lange, ich glaube seit Juli oder so. Weil ich halt nur einmal die Woche Zeit habe und dann zwischendurch auch leider nicht immer ein Mittwoch auch klappt. Muss ich mir immer eine Challenge holen, die auch irgendwie machbar ist. Und von daher glaube ich nicht mal, dass die Horde jetzt viel schlimmer wird. Ohne Permadeath schon. Das ist richtig. Ich wurde in der 5. Horde überrannt und fühlte mich eigentlich sicher. Ja gut, das kannst du haben. Kommt ja auch ein bisschen auf deinen Game Stage an, ne? Wie hoch das nach oben schießt und du halt ausgerüstet bist. Das ist klar, genau. Ziel war der Gyro. Wir können uns auf jeden Fall, und dafür ist Discord da, darüber austauschen. Immer wenn die Dinger hier zugehen, denke ich immer, es kommt einer. Wir können uns in jedem Fall darüber austauschen. Ach fuck, den muss ich herstellen. Ich dachte, den stellt man wieder so zusammen.
Wieder nochmal 3 Minuten. Gyrocopter. Wir können uns im Discord gerne darüber austauschen, was man sinnigerweise noch für eine Challenge auch für 7 Days machen kann. Logischerweise ist jetzt eher der ein oder andere hier wegen 7 Days to Die. An sich, wie gesagt, er fliegt noch nicht. Deswegen müssen wir noch ein bisschen mit den Aussagen hier gerade warten. Aber an sich ist die Challenge geschafft und ich würde dann erstmal tatsächlich, hatte ich vorhin schon mal erzählt, das Game wechseln. 3 Minuten noch. 2 Minuten 30 noch. Im Metz wir noch haben, ne? Ja, man müsste wahrscheinlich noch mehr auf Quest gehen. Und es ist natürlich auch, wenn du alleine spielst, auch nochmal ein Zacken schwieriger, finde ich. Das sieht man schon, wenn man sich die Aufgaben ein bisschen verteilen kann. Vor allem, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, den Skill verteilen kann. Dass einer Loot-Johnny ist, der andere halt im Fighten ziemlich stark ist, dann kann einer dir das Haus freiräumen, der andere lootet das Haus. Also das ist schon deutlich schneller, auch was so Questen angeht, ne? Ja, vor allem die Polizisten und so, die dann nachher kommen, die sind dann auch noch natürlich noch mal krasser. Nichtsdestotrotz, glaube ich, im Permadeath-Modus bist du schon die ersten Tage. Das ist auf jeden Fall das größte Risiko, ne? Gerade mit diesen Hundehorn. Wie oft bin ich an so einem scheiß Köder gestorben? Wenn jetzt eins, zwei kommen würden, mit der Ausrüstung, die ich habe, sollte man das noch einen Moment überleben können. Ach da, oh, ich habe den gerade gesucht und nicht gefunden. 1 Minute 10, 11, 10, 9. Man stirbt anfangs gerne mal, ist so. Kann man das so vorsehen? Ist so. Also, wie dumm war das, wo ich vorsichtig war? Also, wo ich in der Kirche gewohnt habe. Also, das war nicht der schlimmste Tod, weil da waren wir so kurz vor diesem Break-Even-Punkt, weil wir kurz vor dem Minibike waren. Oder sogar Fahrrad, weiß ich gar nicht so genau. Wo ich raus bin, kurz reingetappt ins Inventar bin, das war Tag 5 oder so. Und dann kam eine Hundehorde. Einfach so. So, bin dann auch mal in den Discord beigetreten. Top. Und dann muss man, glaube ich, sogar noch mal. Da. Online. Warte, ich muss ich einmal kurz eine Rolle geben. Jetzt bist du. Jetzt hast du auch Sichtrechte und Schreibrechte. Herzlich willkommen. Und dann gibt es hier auf Members Only gibt es so eine Challenge-Ideen. Da kannst du gerne. Oh. Da kannst du gerne, wenn du eine hast, für welches Spiel auch immer, das gerne mal reinschreiben. Idealerweise ist das eine Challenge, die irgendwie über einen Zeitraum. Ich sag mal so, wenn man bedenkt, ich kann einmal in der Woche ungefähr 4 Stunden streamen. Wenn das jetzt nicht so 2 Jahre dauert, wäre das schon ganz hilfreich. Es kann immer noch eine Hundehorde kommen, ne? Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding fliegt, übrigens. Mit E kommt man raus, weiß ich. Mein Hübscher, ja genau. Kommt genau richtig, so sieht's aus. Da war der Gonshin müh schneller als ich. Willkommen auf dem Discord. Guck es dir an. Tag 25, 12:17 Uhr. Noch fliegen wir nicht. Ah ja. Alter, wie viel schluckt das Ding denn?
Okay, wenn wir jetzt sterben, ist nicht so schlimm. Keine Ahnung, wie man den da vorne dreht. Wie macht er denn den Kopf nach vorne? Challenge geschafft. Mit C nach unten, okay. Das ist natürlich ungewohnt. So, Leertaste hoch. Ah, okay, nice. Gucken uns nochmal um, was wir hier so ein bisschen vielleicht verpasst haben. Challenge geschafft. Easy. Hat eine einfache Challenge gewesen, ey. Lieber Gesangsverein. Oh, wenn man auf die Map guckt, macht der Motor aus. Okay. Okay, I see. Ist ja echt, ne? E beschleunigen. Oh mein wieso ist jeder eigentlich so ein Vollhonk? Mann, diese Trolls mache ich sogar bei anderen. Diese Trollkommentare schreibe ich bei anderen. Ich war ihn wirklich ein bisschen genervt, weil er so langsam geflohen ist. Junge, du No-Brainer, Ja, Mann, ich kenne den Scheiß. Das habe ich bei Wellcry geschrieben. Das habe ich bei Astra geschrieben. Ich weiß gar nicht, bei wem noch. E beschleunigen, sagt er. Bei welchen ist es genetisch veranlagt, dass er gefühlt abschmiert? Daher 3, 2, 1, well, ja. Ey, das ist so bescheuert. Ich wollte noch was mit E sagen. Und bei E, ich habe eben null drüber nachgedacht. E für beschleunigen. Ja echt, ne? E beschleunigen. Wieso ist jeder eigentlich so ein Vollhonk? Mann, diese Trolls mache ich sogar bei anderen. Diese Trollkommentare schreibe ich bei anderen. Ich fühle mich jetzt echt mies. Nee. Ich habe ja die Challenge zum Glück geschafft. Zum Glück habe ich so eine Scheiße vorher nicht gemacht. Ich habe gesagt, fliegt der Gyro, haben wir die Challenge gewonnen. Und somit ist alles gut. Ist nicht schlimm. Neustart würde ich sagen. Nee, nee. Neustart wäre es nur gewesen, wenn ich noch. Ey, das. Ey, dann hätte ich dich so weggebannt, wenn das vor dem Fliegen gewesen wäre. Aber du hättest ja nichts dafür gekonnt, ehrlich gesagt. Wie ich so doof bin. Ja, Mollys ist tatsächlich auch nicht ungefährlich. Also Mollys habe ich auch schon geschafft. Du musst halt immer Wasser dabei haben, ne? Bin ich keine Sekunde zu spät? Geht's jetzt zur Challenge? Ja, genau. Nee, bist du nicht. Bist genau richtig. Alter Schwede. Also, im Discord könnt ihr euch gerne so ein bisschen auslassen darüber,
Da gibt es jetzt so eine Challenge-Kanal, was man so für Challenge machen kann. Ist sogar schon direkt bei Bilder und Videos gepostet. Vielen Dank. Tomahawks. Das geht in die Annalen ein. Challenge-Ideen. Ich habe ja auch so zwei, drei Sachen, die mir so im Kopf rumschwirren, die werde ich mal reinschreiben. Wir werden allerdings für heute Liefel ist seiner besten Vollendung. Das ist wirklich cool. Also das passt so gut eigentlich, dass ich jetzt gestorben bin zum Finale der Challenge. Also eigentlich ist es witziger, hätte halt das Ende nicht sein können, Gray. Also das hast du schon gut gemacht. Oder sollen wir nur ein EZ sagen? Gut, dass ich das noch erlebt habe. Ja. Okay. Also ich mache eine ganz kurze Pause und dann würde ich sagen, starten wir vorerst, als die fiel mir spontan heute ein. Wir starten die RimWorld Hardcore Challenge 500%. Randy. Brutale Nackt. Wie heißt das nochmal? Brutale. Lesen wir uns gleich durch. Und es wird eine Frauenbase. Wenn Männer kommen, müssen wir sie töten oder freilassen oder bannen. Oder müssen wir sie immer töten? Das wäre natürlich auch witzig. Aber es gibt so einen krassen Malus. Nee, also wir müssen sie dann verbannen. Ich glaube, verbannen ist schon doof, aber wenn wir unseren eigenen Kolonisten töten, das wäre richtig kacke. Akte Brutalität, genau.